Die AfD kann nicht an der Bürgerschaftswahl in Bremen Mitte Mai teilnehmen. Das hat der Landeswahlausschuss endgültig entschieden. Der Bremer Landesverband der AfD ist tief zerstritten und hat zwei konkurrierende Vorstände. Diese haben auch zwei verschiedene Kandidatenlisten eingereicht, die deshalb für ungültig erklärt wurden. Das gilt für das gesamte Bundesland, also sowohl für das Bremer Stadtgebiet als auch für Bremerhaven. Und wir lassen uns das einordnen von Andreas Neumann in Bremen. Jetzt wurde also auch für den getrennten Wahlbereich Bremerhaven entschieden, dass die AfD nicht antreten darf. Zunächst hatte man da ja die Liste zugelassen. Wie begründet man denn nun diesen Schritt? Ja, da hat die AfD sogar noch ihr Ergebnis verschlechtert, sozusagen rechtlich gesehen, vor dem Landeswahlausschuss. Das ist richtig. Es ist jetzt noch festgestellt worden, dass es auch formale Schwierigkeiten gibt oder formale Rechtswidrigkeiten, die festgestellt worden sind bei der Bestellung der Liste nur für Bremerhaven. Da ist am Anfang gesagt worden, ja, da gab es ja jetzt nicht irgendwie zwei Listen, die eingereicht worden sind, aber es hat eben einer der Vorstände unterschrieben. Und da haben die jetzt gesagt, beim Landeswahlausschuss, ja, wir wissen ja gar nicht, welcher Vorstand rechtmäßig handeln darf für die AfD. Okay, und dann wird auch ein, wenn wir da noch nur eine Liste haben, dann ist die eben auch nicht zuordnbar. Wir wissen nicht, ob das rechtmäßig zustande gekommen ist, weil welche der beiden Lager rechtmäßig die AfD vertreten dürfen, das ist selbst im Bundesvorstand, das ist selbst bei den Schiedsgerichten der AfD bisher noch gar nicht geklärt. Und haben die gesagt, vor so einer Situation entscheiden wir nicht, dass dort rechtmäßig ein Vorstand gehandelt hat und im Zweifel gilt dann die Liste nicht. Die AfD-Lager könnten nun eine Beschwerde einlegen. Vor der Wahl wird das aber nichts mehr, oder? Nein, vor der Wahl wird das nichts mehr. Das ist jetzt endgültig. Es geht ja auch gar nicht mehr, weil jetzt müssen ja auch die Wahlzettel gedruckt werden, die Vorbereitungen laufen. Aber in der Tat, der Bundesvorstand hat heute und die Beteiligten, beide Lager, haben gesagt, wir werden auf jeden Fall das Wahlprüfungsgericht anrufen nach der Wahl und wir werden dann auch gegebenenfalls zum Staatsgerichtshof gehen, zur letzten Instanz. Und das bedeutet natürlich im Letzten, dass sie versuchen werden, die Wahl für unrechtmäßig zu erklären oder erklären zu lassen durch die entsprechenden Richter, weil sie eben sagen, heute, das war nicht rechtmäßig, was uns da passiert ist, das wollen wir dann feststellen. Und das könnte bedeuten, so sie dann eben später doch recht bekommen. Und man sagt, ihr hättet eine Liste finden müssen für die AfD, dass die ganze Wahl in Bremen wiederholt werden muss. Also dieses Damoklesschwert sozusagen schwebt jetzt über der Wahl. Das wäre also eine mögliche Konsequenz für die Bürgerschaftswahl in Bremen. Was bedeutet das denn für die Parteien, die jetzt dann übrig bleiben? Naja, wen sollen AfD-Anhänger jetzt in diesem Land wählen? Wir haben ja eine Gruppierung, die heißen Bürger in Wut. Die sind auch so rechtspopulistisch zu verorten, nicht vielleicht ganz so rechtslastig wie die AfD. Aber auch die hat sich heute schon die Hände gerieben und denkt natürlich, dass viele dann eben diese Partei wählen. Das weiß man aber nicht genau. Vielleicht kehren auch Wähler zu den anderen Parteien zurück oder gehen gar nicht wählen. Auf jeden Fall werden jetzt auch natürlich da wieder die Verschwörungstheorien losgehen, nur nach dem Motto, man hat die AfD jetzt aussortiert, weil man sie nicht dabei haben wollte. Aber das kann man ganz klar sagen. Das Bein hat sich hier wirklich die AfD durch ihre Streitereien selbst gestellt. Das wäre jetzt ja auch gar nicht mal so wenig. Laut einer Infratest-Umfrage hätten ja im Februar die Wählerinnen und Wähler ihr Kreuzchen bei der AfD gesetzt. Das wären ungefähr 7% gewesen. Die AfD ist ja tief gespalten in Bremen, weshalb es ja überhaupt zu diesen Streitigkeiten kommen konnte. Es gibt ja das Sprichwort, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das heißt, die Bürger in Wut würden dann davon profitieren? Ja, vermutlich werden sie davon profitieren. Die freuen sich aber natürlich auch jetzt schon, weil das ist natürlich eine, ich sag mal, naturgegebene Konkurrenz. Beide haben so die gleichen Themen auf Lager, vor allen Dingen die Sicherheitspolitik oder natürlich auch die Asylbewerberpolitik und einiges mehr. Und da reibt sich natürlich jetzt sozusagen diese kleine Gruppe Bürger in Wut, die übrigens über Bremerhaven, es reicht bei der Wahl in Bremen, wenn man in Bremerhaven die 5%-Hürde überwindet, die dadurch mit einem Vertreter in der Bürgerschaft schon sitzen. Und die hofft sich natürlich jetzt, dass sie dadurch Rückenwind bekommen. Aber ob das wirklich funktioniert, das kann man nicht sagen. Und es kann ja noch viel passieren in der Zwischenzeit. Und ob sozusagen Leute nicht dann sagen, dann wähle ich eben gar nicht, man weiß es nicht genau. Sie verfolgen das politische Geschehen ja seit Jahren. Was ist Ihre Einschätzung? Könnte sich der Konflikt in Bremen auch auf den Bund auswirken? Ja, was so augenscheinlich ist, ist ja, dass auch der Bund sich nicht klar zu einer der Mitgliedsgruppen positioniert. Also da ist ja auch eine große Streitigkeit. Während die Schiedsgerichte gesagt haben, wir folgen der Gruppe A, hat der Bundesvorstand gesagt, nein, nein, die Gruppe B ist rechtmäßig und die dürfen handeln, die haben den rechtmäßigen Vorstand. Das knirscht also ganz, ganz enorm auch in der Bundespolitik und die müssen sich natürlich jetzt auch fragen, warum haben wir es nicht geschafft, dort über die vielen Monate so einzugreifen, dass wir das Geschehen
mit der AfD im Bundesland Bremen beruhigen. Sie haben sich sozusagen nicht klar positioniert und dadurch das Ganze laufen lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch noch kritische Fragen gibt. Vielen Dank für diese Einschätzung und Informationen aus Bremen. Andreas Neumann war das.